Hallo und herzlich willkommen zu meiner nächsten Runde von World of Tanks. Ich bin der Nossi und spiele heute mit meinem T49, die gnadenlose Rennsemmel, auf El Khaluf, spricht man das, glaube ich, aus. Ein Begegnungsgefecht finde ich hier auch am besten. Macht einfach immer wieder Fun. Und, jo, keine Arti, das ist total geil. Wollen wir mal gucken, was wir hier so reißen können. Ich glaube, ich werde mal so ein bisschen mit den Bänden, und ich denke mal, ohne uns jetzt abzusprechen. Die beiden unterstützen mich ja immer noch in meinem LP. Also der Banelord und das Tankgirl sind nicht im TS, sondern einfach nur, man kennt dann seine Teammates doch ein bisschen besser, als wenn man sich auf irgendjemanden verlassen muss, den man nicht kennt. Und so passt das dann, denke ich mal, schon ganz gut. Schauen wir mal, was wir hier so reißen können. Mal gucken. Okay, da oben bewegt sich schon was. T34. Kommt da oben ran? Ach Gott, der steht ja da oben. Wunderbar. Also, Apokaloppel. Top Tier ist T6. Sind wir mit T5 mittendrin, aber sind nur drei. Also von daher passt das noch irgendwie. Mal gucken. Du Dreckiger da oben. Gott, ich schieße unter dem unter durch. Also das hat, glaube ich, auch keiner geschafft. Hallo, Kinder, das ist mit Treffen. Oh, da geht ja schon wieder gut los. Rödel, 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 rödel. Gegen den Covenanter, da kann man eigentlich die Bälle kann man auffangen und zurückschmeißen. So lahm wie der ist. Na, kommt mal die Stuck da hinten ran. Ach, du grünes Ei, du glaubst es nicht. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Gut. Wirkungstreffer. Also ihr seht, wenn die voll fahren, also auch eine Hellcat kann man voll treffen. Der ist erledigt. Suchen wir uns ein neues Ziel. Okay, also man sieht auch, eine Hellcat kann man in voller Fahrt erwischen. So, ist da irgendwas? Nee, aber ich lass den guten Banelord mal vorfahren. Der hält ein bisschen mehr aus als ich, weil der T49, kurz zu dem Panzer, ist eine Rennsemmel. Das ist echt ein Formel-1-Wagen, wenn der auf Touren ist. Der knallt mit 65 in Klamotten überall durch. Hat eine relativ schnelle Gun, wie ihr seht, also mit Ansetzer 2,76 Sekunden, 100er Mannschaft drin, geht ab, das Ding. Macht nicht so viel Schaden, also pro Schuss, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, also 115, wenn er durchkommt. Das ist halt nicht viel. Hat auch nicht die höchste Penetration. Man muss ein bisschen gucken, wo man hinschießt. Okay, der Typ ist gleich One-Shot, glaube ich mal. Ja. Das ist so toll, dieser. Oh, dieser M4 ist einfach ein Spaßpanzer. Wenn er trifft. So, was haben wir denn da hinten alles? Okay, da steht auch ein T49. Ich habe hier gerade einen absolut schlechten Winkel. Und kriege noch einen Treffer ab. Aber kriegt das Rohr gerade nicht weit genug runter hier. Okay, Banelord macht das schon, das ist alles gut. Gut, der ist auch weg, dann können wir ja schon mal. Oh, das wird aber, glaube ich, AT8. Gut, da fahren wir mal durch. Gut, der wird schon nervös. Banelord nimmt von der rechten Seite. Okay. Von hinten. Kann ich von oben drauf ballern? Oh yay. Das muss wehtun. Der ging nicht durch. Der ging nicht durch, wollen die mich verarschen? Der ging voll durch. Also ihr könnt von vorne bei diesem Panzer auch schön durch die Kommandoluke hämmern. Also das geht wunderbar. Diese AT-8-Dinger haltet auch, wenn die frontal vor euch stehen. Die haben sonst eine Panzerung wie Schloss Neuschwanstein, also da kommt nichts durch. Oh, ein Stuck. Gut.
Also nochmal, die haben eine Panzerung wie Schloss Neuschwanstein. Allerdings oben dieser R2-D2, der da auf dem Kopf sitzt, astrein. Ach, der ist da ganz hinter. Okay. Ja. Auch weg. Was haben wir da noch? Da fehlt, glaube ich, nur noch der T-49, sitzt hier hinter. Wo ist denn der hin? KV-2. Ja gut, da komme ich eh nicht durch. Wo sind die hin? Okay, wir Endlord schnappen dir, machen wohl den Krieger. Das gute Tanköl unserem Banelord den Krieger, glaube ich, geklaut. Aber egal. Der M3 Lee, kein Plan, wo der ist. Aber eine schöne Runde gewesen. Also es war ja doch ein Desaster. Aber man kann sehen, man kann, wenn man mit zwei Tanks gut durchdrückt. Da ist er, ja. Und da ist die Runde zu Ende. Schade eigentlich. Also man kann sehen, wenn man mit zwei Tanks sehr gut durchdrückt, kann man auch ein bisschen was reißen. Also die Büchse macht echt Spaß. Ist noch nicht ausgebaut, also die Mannschaft ist noch nicht voll, zwar auf 100%, aber auch hier gilt wieder, sind noch nicht fertig. Und fangen wir einmal an. Sechster Sinn, klar, wie bei jedem anderen auch. Bei mir jedenfalls. So, hier habe ich einmal das angesetzte Ziel drin, den werde ich wohl wieder umändern. Das ist noch eine relativ alte Skillung, dass der, wenn die weg sind, da habe ich den noch sehr defensiv gespielt, war das so, wenn die zugespottet sind, also wieder zugedeckt werden, dass sie 2 Sekunden länger sichtbar sind, dann bei 100%. Das werde ich aber rausnehmen. Das war, als ich diesen TD noch sehr im Camp-Zustand gespielt habe oder sehr defensiv. Mittlerweile spiele ich ihn sehr offensiv, werde das also demnächst umändern. So, dann habe ich hier drin den Meister am Bremshebel. Must have. Das Ding geht ab wie ein Go-Kart. Weitere Sichtweite ist auch mal ganz gut geschützt. Ist relativ genau. Gut, manchmal gehen die auch in die Binsen halt, aber passt schon. So, und hier gilt auch wieder die Vorahnung halt, weil das Munilager braucht dann nicht, wenn ist das Ding sowieso gleich im Arsch. Und wenn ihr mal in ein T7er-Gefecht kommt oder sowas, oder T6er-Gefecht, KV-1, KV-1S oder so weiter, wo ihr von vorne keine Chance habt, also ich zumindest nicht, die gehen halt wirklich kaum durch die Mumpeln halt, dann kann man auch mal auf Gold wechseln. Die Munition steht jedem zur Verfügung, jeder kriegt sie. Spielt ihr mit dem Heavy Tank, kriegt ihr auch mit Gold ran, also schieße ich teilweise auch mit Gold. Muss jedem selbst überlassen sein, der eine sagt, okay, mache ich definitiv nicht, ich sage, ich mach's, aber gut, sei jedem selbst überlassen. So, dann gehen wir noch einmal ganz kurz hierzu. 12 Schüsse abgegeben, 8 Treffer, 716 Schaden. Gibt halt nur 100, etwas über 100 Schaden pro Schuss. 15.000 Credits rausgekommen. Das heißt, man kann beim Sieg auch ganz gut Geld machen. Und 1790 XP mit Double XP und Premium. Ohne Premium wären es 1193 gewesen. Teamauswertung. Unser Team war, glaube ich, ganz gut. Insgesamt 10 Abschüsse. Wunderbar. Das war toll. Und ja, hier noch einmal die Komplettübersicht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. So, und damit geht es auch gleich weiter mit der zweiten Runde im T49 auf Prokhorovka. Standardgefecht. T5, eine Arti auf beiden Seiten. Wir werden rechts zum Hügel fahren. Ich werde immer noch unterstützt vom Baynard und dem Tanker. Und dann schauen wir mal, was das wird. Vielleicht können wir da irgendwo schön durchdrücken. Ja, das klingt auch gut. Dann kriegt er da vorne vor einen Helm und ich kann von oben drauf schießen. Also ihr seht, das kleine Ding ist wirklich echt fix unterwegs hier. Knapp 60 Klamotten. Und ich sag mal, auch diesen Berg hier mit 25 hochfahren, also das hat der Black Prince zum Beispiel im freien Fall. So, dann wollen wir mal hoffen, dass hier oben gleich nicht die ganze Kavallerie angerauscht kommt. Schauen wir mal. Mal kurz warten, bis die gespottet haben da unten. Aber die scheinen wohl... Oh Gottes Willen, alles Mitte und alles ganz rechts. Gucken wir mal.
Okay, so viel also zum Thema Hügel hier. Das Schöne an dem Teil hier ist wirklich, man kann halt rasend schnell mal, okay, da wird Hilfe gebraucht, da wird Hilfe gebraucht, man fährt mit hin. Hinten links, warum sie da alle campen, wissen sie wahrscheinlich selber nicht. So, jetzt wollen wir mal gucken. Gut, Herz aus AFK, den können wir fahren. Uiuiui. Nachlässigen. Gut, hier stehe ich ganz gut in der Senke drin. Okay, Bernhard räumt auf. So, Türmchen drehen, anvisieren, Feuer. Wirkungstreffer! Wirkungstreffer, toll. Und nochmal. Volltreffer! So, was haben wir da hier drüben? Einen Churchill. Aber ihr seht, was passiert, wenn man den Hügel nicht mitnimmt. Ich meine, gut, die anderen haben sich jetzt vielleicht auch ein bisschen beleppert angestellt. Aber wir konnten hier drüben durchraschen, sind hier mit drei Mann drüben. Und das Team hat eigentlich kaum noch eine Chance, irgendwas zu tun. Die andere Seite, gut, jetzt sowieso nicht mehr halt. Aber wenn die hier hinten stehen und nehmen euch ins Kreuzfeuer, seid ihr sofort weg. Ich sag mal, ein Treffer, wenn ich gerade mein Munilager hochgeht von dem Churchill da hinten, kann ich mir auch einfangen. Ja, nun ist es doch gut hier. So, einen werde ich jetzt kriegen. Oder auch nicht. Gut. So. Der sie im Haus versteckt. Wer schießt denn hier auf mich? Nun, ich lass sie mal weiter schießen. Wunderbar, so muss er sein. Wir haben sie übel erwischt. Der ist noch Stock. Mal gucken, ob er vorher Platz, bevor ich platze. Benzintank getroffen. Oh, der brennt, der brennt. Der ging nicht durch. Wir haben sie. Aber ihr seht, weil die Kanone so schnell schießt, das ist also, das macht also echt richtig Spaß. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Eine Stuckenhetzer und ein T40. Nur, wollen wir mal gucken gehen. Ach, der ist hinter der Straße, okay. Da ist die Stuck. Kommen wir da ran. Wir haben sie! So, holt auch noch einen. Wir haben sie! Also man sieht, das geht sich ziemlich gut aus mit dem Nachladen und dem Ziel erfassen, wenn man auf einem Ziel ist. Also das macht echt richtig Spaß, damit zu ballern. Jo, zweite Runde vorbei. Oh, das ist aber auch schön. Meisterschützen, der ist immer schön. 13 Schuss, 13 Treffer, 1435 Schaden. Und ja, so kann man natürlich dann auch Geld machen. 30.501 Credits nach Abzügen, 29.117. 1032 Erfahrung mit Premium, 688 ohne. Sieht in der Übersicht wie folgt aus. Ja, Leistungsbereich, sagen schlaue Leute. Ich schließe mich da gerade mal an. Klingt gut. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.